Ich liebe Biografien und Autobiografien. Dort, wo sie mir Geschichte erschließen, Ja. finde ich einfach wunderbar. Das Problem ist, dass ein konzentriertes Lesen ja auch zusammenhängende Zeit erfordert. Und da ich nun ja in einem Beruf bin, in dem die Abende meistens verplant sind und ich morgens dann auch relativ früh raus muss, muss ich dieses konzentrierte Lesen immer auf meine Ferienzeiten verschieben und konzentrieren. Dann nehme ich mir aber auch richtig konzentriert immer zwei dicke Schinken vor. Das heißt, eigentlich wären dann Erzählungen besser, kurze Erzählungen, so vielleicht zwei, drei Seiten, die Sie zwischen zwei Ja, Terminen oder mal lesen können, Aufsätze. wenn Sie warten müssen. Aufsätze. Ich bin im Grunde genommen ist in dieser schnelllebigen Zeit ist es dann doch besser, Aufsätze zu lesen. Und ich muss sagen, manchmal denke ich auch, manchem Schriftsteller würde es auch ganz gut tun, es würden ihm noch mal 100 Seiten rausgestrichen. Der Computer verleiht vielleicht doch dazu, sich noch mal sehr viel stärker Ja. auszubreiten, als wenn man früher jedes Wort mit der Hand aufs Papier bringen musste. Da gibt es ja gerade so bei den Weltliteraturklassikern einige Beispiele, die sehr lang sind. Wie ist das mit solchen Büchern? Lesen Sie die überhaupt noch oder haben Sie die gelesen? Zauberberg oder Kafka? Ja, doch, sehr wohl. Ich habe in meiner jungen Erwachsenenzeit sehr, sehr viel gelesen, auch in den letzten Gymnasialjahren. Ich hatte damals einen kleinen Leseklub gegründet mit anderen Schülerinnen zusammen. Und da habe ich also schon auch mich doch durch die klassische Literatur durchgelesen.